Hallo ihr Lieben, ganz kurz und knapp aus meiner Küche. Es ist fast Neujahr und ich habe ein kleines Giveaway für euch. Auf Instagram gibt es schon eins, da könnt ihr American Foods gewinnen. Also so Reese's, Reese's White, Reese's Outrageous, diese ganzen Special Reese's und auch die... Ja, ich blende euch einfach mal hier oben was ein. Aber ich habe gesagt, ich mache auch für Instagram ein Gewinnspiel. Einfach um euch Danke zu sagen, dass ihr... in diesen ganzen verrückten Zeiten trotzdem noch Eis-Content schaut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf nächstes Jahr. Ich habe so viele coole Ideen. Es wird auch super spannend weiter mit Kuro Eis, aber gerade auch Eis-Review-mäßig, wenn ihr wüsstet, wie voll meine Eistruhe schon ist. Und ich habe auch noch so viel coolen Content aus den USA. Aber ich wollte euch Danke sagen. Deswegen habe ich aus den USA was mitgebracht. Es gibt ein kleines Gewinnspiel und ich wollte euch eigentlich was einblenden, aber ich habe es ja direkt hier im Wohnzimmer bei mir. Dann kann ich es euch auch direkt zeigen. Und zwar habe ich dachte, es muss auf dem Eis-Channel passieren. Deswegen, weil es ist einfach für alle Ben & Jerry's Fans eine Sache, die euch, glaube ich, sehr glücklich machen wird. Mich würde es zumindest glücklich machen. Und der Kanal ist ja schon auch mit Ben & Jerry's irgendwie gewachsen hier. Und die erste Sache, die ich habe, sind diese... Also das sind alles, es sind vier verschiedene Sorten Brownies Blondies von der Grayson Bakery. Und wer mich und diesen Kanal kennt, weiß eigentlich, dass die Blondies und Brownies in Ben & Jerry's von der Grayson Bakery sind. Einmal haben wir hier die Double Chocolate Chip Blondies. Die habe ich aus den USA für euch mitgebracht. Schon wohl wissend, dass ich gegen Weihnachten, Neujahr ein Gewinnspiel machen möchte. Dann haben wir die Vegan Birthday Cake Blondies. Also ist auch was für Veganer dabei, ihr könnt also auch was Veganer mitmachen, die anderen zwei könnt ihr verschenken, weil es sind zwei Veganer und zwei Dairy. Dann haben wir die ganz normalen Chocolate Fudge Brownies, das sind die, die auch im Eis drin sind. Und dann haben wir die Vegan Cinnamon Roll Blondies. Also, ganz verschiedene Geschmäcker, drei verschiedene Sorten und ja, ihr... müsst einfach nur unten drunter kommentieren, was euer allerliebstes Ben & Jerry's of all times ist. Das ist die eine wichtige Sache. Und dann, was euer allerliebstes Ben & Jerry's aus den USA ist, was ihr unbedingt gerne probieren würdet, was es hier leider nicht gibt. Und ihr müsst natürlich den Kanal abonniert haben. Und wenn ihr noch irgendwelche andere Sachen drunter schreiben wollt, irgendwas zu meinen Videos, Input, wie lange ihr mir schon folgt, könnt ihr es gerne machen. Kein Muss, wichtig ist, drunter schreiben, Lieblings-Ben & Jerry's in Deutschland, Lieblings-Ben & Jerry's aus den USA, was ihr unbedingt gerne mal probieren wollen würdet. Und dann könnt ihr quasi teilnehmen an dem Gewinnspiel und natürlich dem Kanal folgen. Und ja, das war's erstmal. Wenn ihr euch fragt, was das für ein komischer Ring ist, ich habe diesen Aura-Ring gerade nicht ausprobiert und ich habe eben im Laden gearbeitet, wie so eine Pint-Aktion. Ich habe ganz viel mit der Hand beschrieben, deswegen die Finger. Aber der Aura-Ring ist ganz schön cool. Also vielleicht kann, ich habe auch einen Whoop-Tracker mal ausprobiert und habt die Apple Watch, also wenn ihr da mal auch ein Video zu haben wollt. Aber darum geht es nicht, es geht ums Gewinnspiel. Danke, 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 dass ihr diesem Kanal folgt. Es ist absolut mein Hobby. Aus dem Hobby ist mein Job geworden. Niemals hätte ich das gedacht. Ich weiß noch, wie ich am Anfang ich hatte erst Videos mit Stimme hochgeladen, wo ich mich nie gezeigt habe. Dann hat meine Familie das rausgefunden, fanden es mega peinlich, haben mich voll gedisst. Dann habe ich die tonlos gemacht. Dann haben sich Leute auf Kanal beschwert und dann haben sich irgendwann auch Leute gewünscht nach über einem Jahr, dass ich mich zeige und immer mehr habe ich an Selbstbewusstsein gewonnen, habe immer mehr Eis selbst ausprobiert und ja, ich glaube, ich mache das jetzt 2017, also 5 Jahre, absolut crazy und niemals hätte ich gedacht, dass daraus, dass ich wirklich mal Eis mache, beziehungsweise ein Eisladen, eine Eisfirma besitze, so crazy. Also ich habe das irgendwie, ich habe das euch zu verdanken. Wäre mir niemand auf diesem Kanal gefolgt, hätte ich das niemals so verfolgt, das Thema Eis, und hätte das niemals gemacht. Ich hätte wahrscheinlich nicht mal BWL studiert, weil das war schon vor dem Hintergrund, dass ich irgendwann mal was mit Eis mache. Crazy. Also, ich kann euch wirklich nur Danke dafür sagen. Das habe ich euch zu verdanken. Insofern, kleines Giveaway als Dankeschön. Mua. Frohes neues Jahr. By the way, das hier sind die Sachen, die ich auf Instagram verlose. Also, wenn ihr auch darauf noch Bock habt, dann schaut mal bei Instagram vorbei. Ich verlinke es euch unten drunter. Och Mann, ich bin euch wirklich so dankbar. Ganz viel Liebe geht raus. So, genug geschleimt. Ciao.